Sie haben den Anschluss des größten Komponisten aller Zeiten erreicht. Allerdings hat Johann Sebastian Bach echt keine Zeit, mit Ihnen zu telefonieren. Und wenn ihr's wieder seid, Ludwig und Amadeus, dann legt wieder auf, ihr Schwachköpfe. Alle anderen können eine Nachricht nach dem Pfeifton hinterlassen. Hier, Beethoven. Ich bin nicht da. Sie können nach dem elektronischen Fanfarenton eine Nachricht hinterlassen. Mir doch egal. Hallo Luigi, ich bin's, der Amadeus. Ich habe mir gestern deine Symphonie runtergeladen. Illegal natürlich. Meinst, ich zahle für so einen Unsinn wie diese Erotika oder wie sie heißt auch noch ein Geld, oder? Na, auf jeden Fall gefällt mir die gar nicht so schlecht, muss ich schon sagen, gell? Vor allem das Thema in C-Moll ab Takt 16 ungefähr, das ist nett. Wo hast denn das dieses Mal geklaut, ha? Weil von mir ist es ausnahmsweise ja mal nicht. Ach, ich soll dir auch schöne Grüße ausrichten vom Stanzerl. Die lässt fragen, ob du denn jetzt schon mal, du weißt schon, oder? Also mit einem Madal das spezielle Spiel gespielt hast, meint sie, gell? Weil das würde man da schon gern mal wissen, das wäre ja so eine Sensation. Also mach's gut, du Taubenuss, und meld dich mal wieder, wenn du in der Gegend bist. Hallo, schön, dass du anrufst. Wie geht's? Haha, ist nur ein Scherzerl, ich bin gar nicht da. Das ist nur der Anrufbeantworter. Aber kannst ja trotzdem was sagen nach dem Beep? Amadeus, alte Saufnase. Bin erfreut, dass du mir eine Nachricht hinterlassen hast. Hoffe sehr, es geht dir und deiner Leber gut. Habe selber unlängst deine komische Oper gehört, die Zauberflöte. Trage mich seitdem mit dem Gedanken, entweder völlig taub zu werden oder selber eine Oper zu schreiben. Damit die Menschheit einen Eindruck davon gewinnen kann, was eine Oper eigentlich sein sollte. Ha, Papagena, wenn ich mir das nur überlege. Allerdings muss ich widerwillig zugeben, dass mir Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen gefällt und mir irgendwie aus selbigem spricht. Deiner Gattin oder wahres Cousine kannst du ausrichten, sie möge sich keine Sorgen machen um den Zustand meiner Fortpflanzungsorgane. Sie kann sich bei Interesse aber jederzeit von deren Funktionsfähigkeit überzeugen. Mit freundlichen Grüßen, dein Ludwig van. Hier, Beethoven. Ich bin nicht da. Sie können nach dem elektronischen Fanfarenton eine Nachricht hinterlassen. Mir doch egal. Ludwig, du kleiner Stinkerer. Ich merk schon, du bist mir immer noch böse, dass ich dich damals nicht als Schüler aufgenommen hab, stimmt's, gell? Weißt, ganz ehrlich, das bereue ich mittlerweile auch sehr. Denn hätte dich ein gütiger Lehrmeister früh unter seine Fittiche genommen, da hätte wirklich was aus deinen Talenten werden können. Du würdest jetzt nicht deine Vermieter mit dem Pianospiel terrorisieren, sondern du wärst wahrscheinlich der beste Holzfäller von Bonn. Das wäre doch viel befriedigender, oder? Übrigens habe ich deine Tragödie gesehen, also Fidelio oder so. Da gibt's ja diesen schönen Chor, Oh, welche Lust heißt der wohl. Also den kann man ohne jede Änderung auf Stadtbegräbnissen spielen lassen, finde ich. So traurig ist das. Wie kommst du auch dazu, über Themen zu schreiben, zu denen du keinerlei Erfahrungen vorzuweisen hast? Hm? Das ist schon ein bisschen anmaßend, oder? Aber mach nur weiter. Aber das mit dem Holzfällen, das solltest du dir auf jeden Fall noch einmal überlegen, oder? Das wäre für uns alle doch die bessere Lösung, hä? Hallo, schön, dass du anrufst. Wie geht's? Haha, ist nur ein Scherzerl, ich bin gar nicht da. Das ist nur der Anrufbeantworter. Aber kannst ja trotzdem was sagen nach dem Beep? Ach, Wolfgang, du Mozartkugel. Außen simple Schokolade und nach innen wird's dann immer nur noch süßer. Ich freue mich ja immer, wenn meine Haushälterin mir deine Anrufe aufschreibt. Das ist immer ein kleiner Höhepunkt und lenkt mich von meiner Arbeit ab. Meine Arbeit, die übrigens, ganz nebenbei bemerkt, ausgesprochen gut bezahlt wird. Ganz Europa reißt sich um meine Noten, während du und Konstanze immer nur noch ein Kind nach dem anderen auf die Welt bringt, das ihr dann nicht ernähren könnt. Das kommt halt davon, wenn man statt zu komponieren immer nur das, wie nennt ihr das nochmal? Schnackseln im Kopf hat. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch 6 oder 7 Mozarts, ich habe leider den Überblick verloren, gut geht und ihr genug zu beißen habt. Übrigens hat mich vor kurzem ein anderer Wiener Musiker angeschrieben, der weltberühmte und richtig gut verdienende Salieri. Der hat mich gefragt, ob ich seiner Gesellschaft der Musikfreunde beitrete.
Hat er dich das auch gefragt? Übrigens ein ganz ausgezeichneter Kompositeur, wenn du mich fragst. Hier, Beethoven. Ich bin nicht da. Sie können nach dem elektronischen Fanfarenton eine Nachricht hinterlassen. Mir doch egal. Ach, Ludwig, kleiner Wuschelkopf. Vielen Dank für deine frommen Wünsche, geh. Aber wir haben schon unser Auskommen. Und im Gegensatz zu dir sogar Spaß dabei. Das ist halt so die Lebensart hier in Wien. Ist halt eine Weltstadt und nicht ein verschlafenes Kuhdorf wie dein Dings. Bumm. Nee, ist irgendwie anders. Bomm. Ah na, jetzt hab ich's. Bonn. Also während Wien eine Hauptstadt ist, wird das kleine Bonn immer ein Kaff bleiben und nie eine Hauptstadt werden. Und das schlägt sich dann halt auch in der Musik nieder. Wobei ich zugeben muss, deine 9. Symphonie, die hat mir schon ein bisschen imponiert, gell? Gefällt mir eigentlich ganz gut. Die Idee, in einer Symphonie auch einen Chor zu verwenden, das ist schon richtig revolutionär. Hätte mir ruhig mal selber einfallen können. Also, wenn's mal wieder nach Wien kommst, dann schau bei uns vorbei. Ich würde mich freuen, dir mal wieder durch die Haare zu strubbeln, du Lausbub. Du Nordrhein-Westfale, du Tauber. Hallo, schön, dass du anrufst. Wie geht's? Haha, ist nur ein Scherzerl. Ich bin gar nicht da. Das ist nur der Anrufbeantworter. Aber kannst dir trotzdem was sagen nach dem Beep? Mozart, ich habe jetzt deine Nachricht gelesen. Vielen Dank für das Lob. Mir gefällt die 9. auch recht gut, wenn ich sie in meinem Kopf höre. Leider spielt das Orchester und auch der Chor nie so laut, dass ich das auch einmal in echt hören könnte. Die Musiker heutzutage, die spielen alle immer Pianissimost. Ja, weißt du ja vielleicht selber. Ich muss meinerseits eingestehen, dass mir auch dein Requiem ausgezeichnet gefallen hat. Das hätte ich selber kaum besser schreiben können. Mit großem Abstand meine Lieblingsarbeit aus deiner Feder. Ich hoffe, du entwickelst dich in diese Richtung weiter. Das Tragische steht dir gut. Tatsächlich plane ich einen baldigen Umzug nach, du wirst es nicht erraten, Wien. In der dann endlich der größte Komponist aller Zeiten leben wird. Nicht nur der zweitgrößte, wenn du verstehst, was ich meine. Haha, war nur ein Scherz meinerseits, ich kann nämlich auch witzig sein, wenn ich will. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Das letzte Mal war ich doch noch recht jung. Bis bald, dein Ludwig. Das ist der Anschluss von Dieter Bohlen, dem berühmtesten Musiker, der je gelebt hat. Ich hab echt keinen Bock, mit dir zu reden, du Flitzpiepe. Aber du kannst was nach dem Piepston sagen, wenn du willst. Den habe ich übrigens selber komponiert, bringt mir also jedes Mal GEMA-Kohle. Geil, gell? Dieter, alte Kellerassel, hier ist der Amadeus. Und der Ludwig auch. Ich wollte nur Danke sagen. Also, ich wollte Danke sagen. Die Konstanze hat bei uns nur 30 Sekunden Geronimos Kalleck gespielt und schon waren alle Ratten tot. Tot. Ausgezeichnete Arbeit, Alter. Ausgezeichnet. Ja, und ich wollte mich bedanken, dass ich nichts mehr hören kann. Aber da kannst du ja gar nichts dafür. Nee, ich wollte mich bedanken, dass du keine Musik mehr machst. Das ist nämlich eine echte Verschwendung von Notenpapier. Das war jetzt fast witzig, Ludwig. Fast.